So, wir haben es 8 Uhr. Um 8.30 Uhr geht mein Bus, deswegen muss ich mich jetzt auch beeilen. Ich fahre nämlich zum lieben Herrn Ischma. Und hier ist auch schon das Zeug, das ich eingepackt habe und bla. Und die Tasche muss ich auch noch kurz fertig machen und dann muss ich noch die Kamera einpacken. Und dann sollte ich mich jetzt wirklich beeilen. Jetzt nehme ich auf. Wie weit ist es? Es ist 1,5 Kilometer unsere Destination. 1,5 Kilometer. This is the way. Jetzt muss man scharf stellen. Ja, oh, ich denke auch. Okay. Das sieht awkward aus, weil man denkt, du möchtest ein Foto machen, weil das sehr stark nach einem Fotoapparat aussieht. Es ist auch ein Fotoapparat, aber also moderne Fotoapparate können seit neuem auch Videos aufnehmen. Gehen wir aufnehmen. Diese so fucking high. Ich glaube, wir gehen jetzt zu Fuß, weil es vloggiger ist, glaube ich. Vloggiger. Brains, faggots. You wish you tried them years ago. Also es riecht schon mal einladend nach Pisse. Es kann ja nun gut werden. So, say something. Hi. Our journey is now ended in this classic local. Yeah. Have it your way. Keiner weiß, wo wir sind. That focus. Yes. Ich fühle mich tatsächlich ziemlich. Okay. Ja, no. Das ist unser Menü. Hier habe ich tatsächlich schon von gegessen und muss sagen: Piece of shit. Ja, so schlimm ist es nicht. Bin ich zufrieden, hat sich der Weg gelohnt. Ja, muss ich sagen. Also vor allem meine Klamotte. Bin ich leicht feucht geworden. Voll. Es regnet tatsächlich aus allen Eimern. Ich weiß nicht, ob man... Obwohl, vielleicht sieht man es mal. Ich kann mal gucken. Sehr interessanter Anblick. Es ist sehr elendig. Es regnet nämlich schon den gesamten Tag. Und wir sind relativ weit vom Auto entfernt für unsere Verhältnisse. Also der Tag war an sich schon nicht so cool, weil ich meinem Dad beim Umziehen helfen musste. Und mein Bus einfach mal 1,75 Stunden Verspätung hatte. Ja, er sollte um 7:45 kommen, er kam dann um 10. Ich bin einfach mal so dazwischen um 9 gekommen und musste feststellen, es ist immer noch fucking zu früh. Und dann habe ich mich irgendwo untergestellt. Am Gleis 22 für die Internos hier in Münster. Hier kämpft ein Quert mit seiner Mayo, sieht man gerade. Er hat die Technik der Mayo noch nicht ganz raus, aber doch, er hat es geschafft. Du, das ist hier so verbunden, das ist extra so. Aha. Crunchy. Ja, wenn jetzt was wirklich crunchy werden, dann haben noch zwei Burger vor. Dat Burger. Ja, dieser scheiß Fokus. Ja. Er ist nur so gut wie der Mensch, der ihn bedient. Glaube ich auch. Und dann hast du da noch was in dieser wunderschönen Packung. Keine Schleichwerbung, aber einer der besten Burger. Einfach klasse. Ja, das stimmt. Ich meine, schau dich an. Naja, wir melden uns zurück, wenn wir noch mehr gegessen haben. Ja. Jetzt muss ich den Fokus nicht direkt machen, das ist bei uns so schön. Suche nach dem perfekten Fastfood-Restaurant. Heute Burger King. Es kam ja noch nicht vor, dass ich einen Burger nicht aufgegessen habe im BK. Und heute war tatsächlich auch nicht der Tag. Denn ich habe eine kleine Pause eingelegt und musste doch feststellen, dass der Long Chicken nach Chicken geschmeckt hat.
was mich sehr gewundert hat. Also ich muss ja sagen, mit PK habe ich ja sonst immer so meine Probleme, gerade eben nicht Gehäuse, sondern die Gebäude sind meist immer so ein bisschen runtergekommen. Er war lauwarm, was eine Steigerung war. Die Pommes waren tatsächlich frisch gemacht, teilweise verbrannt, aber gut. Aber der hier war echt ganz okay. Muss sagen, ich bin insgesamt doch recht zufrieden. Du wirst hier gleich angefahren, so nebenbei. Gut, dass ich gejoggt bin. Ja. Dann bin ich viel schneller da als du. Ja. Alter, mir tun die Beine weh. Du bist jetzt echt gejoggt oder nicht? Nein. Was ist mit dir los? Wieso nicht? Du bist doch gar nicht sportlich. Bin ich auch nicht. Du bist seit der 4. Klasse nicht mehr gelaufen. Ich würde vorschlagen, wir fahren. Ja. Ja. As the drifting goes on now. Ja. Nach 50 Metern bitte wenden. WTF, was? Seriously? Damals war Nigerius Ishmael noch fröhlich. Heute weiß der 47-Jährige nicht mehr mit seinem Leben viel anzufangen. Frustriert, alleingelassen und alleingelassen lebt er zu Hause und fühlt sich alleingelassen. My life is shit. Der Herr Ishmael hat mich jetzt abgeholt vom... Also da waren wir ja schon, wir waren bei Mac, beim Burger King das letzte Mal. Wolltest du gerade den Namen von Burger King in den Schmutz ziehen mit diesem Mac? Was war denn das? Ich weiß es nicht, ich habe außerdem ein Bild gemacht. Du hast ein Bild im Video gemacht. Das kann gut sein, ne? Geht das? Es geht. Heftiges Ding, würde ich sagen. Das können viele. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass... Leute mal diesen Fernseher sehen, von dem sie immer nur hören, dass er fucking immer abspackt und anfängt rumzukriegen. Ja, ich finde es sehr faszinierend so. Jetzt merke ich erst deine typische Aufnahmeperspektive, die immer hier so ist. Und ich habe alles ungefähr komplett anders irgendwie mir vorgestellt gehabt. Irgendwie anders. Ja, das hat sowas an sich. So. Oh. Geht das schon wieder los? Ja. Habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, here you go. Hallo und willkommen bei Ishmas Kochshow. Ich habe Pro-Tipps zum Kochen. Und zwar geht es gerade darum, dass der liebe Quert sich entscheiden muss, wie viel Lasagne er jetzt tatsächlich haben will. Denn Lasagne. Nur Pros essen Lasagne zum Frühstück. Frühstückslasagne. Also, das ist ein Beispielstück. Ist das genehm? Ist es zu viel oder ist es zu wenig? Man kann ja mal anfangen mit wenig und dann mehr nehmen, ja, wenn es zu wenig ist. Ja, also soll ich dir weniger geben? Nö, das passt schon so. Ich glaube, das Stück ist schon ganz okay. Okay, then I will took my Stück. Took it here out. Ich habe da, die Lasagne habe ich mal vorbereitet einfach. Ja, so für den Zufall, dass man was zu frühstücken will. Also die Folge geht jetzt nur darum, wie man Lasagne-Stücke ausschneidet und sie anschließend erneut erwärmt mit diesem schönen Gerät hier. Am besten immer auf Max, da kannst du nämlich nichts falsch machen. Wenn es zu heiß ist, ist scheißegal, besser als zu kalt. Indeed. So, was wollen Sie denn trinken? Es braucht immer ein Aperitif dazu. Was trinken Sie denn? Du bist so alleine nicht entscheidungsfähig, das ist heftig. Ja, das ist doch nichts Neues, oder? Ich werde Milch trinken. Du bist Milch? Du trinkst Milch einfach so am Morgen? Ich trinke zu jeder lebenslange Milch. Scheiße, ich will auch Milch. Scheiße, ich will auch Milch.
so begeistert ist er von meiner Lebensgeschichte und von meinem... Ja, Milch trinke ich normalerweise nur on special occasions, also wenn alles andere ausgegangen ist, dann trinke ich Milch. Nee, es gibt ja noch andere Dinge. Es ist vielleicht tatsächlich etwas zu warm, das knistert nicht so sehr. Nein, mein Bling. Bizeps brennt auch nur, weil ich Milch trinke. Aus keinem anderen Grund. Oh, ich will auch einen brennenden Bizeps. Klingt warm. Klingt warm. Was zur fucking Hölle. Es ist angerichtet, die Milch kommt. Es ist tatsächlich frisch und voll. Nehme ich sonst keine Vollmilch, bitte. Ich will auch Milch. Seriously? Es ist sonst keine Vollmilch? Oh Mann. Das war mal mit der schlechteste Joke ever. Na, das glaube ich nicht. Ja gut, okay, wir hatten schon schlimmer. Das würde ich so nicht sagen. Schlussendlich sei gesagt, mit einer solch vorbereiteten Lasagne, die findet ihr wahrscheinlich einfach im Kühlschrank, weil sie da spawnen wird, hat eine Spawn-Time von 2 Wochen, schätze ich. Nehmt einfach diese Lasagne und bedient euren Besuch damit, ernährt eure Familie, alle werden Spaß haben. Schwing!